Ja, ich möchte jetzt hier zeigen, wie man mit dem VirtualBox Manager, das ist dieses Fenster hier, das ich da gestartet habe, wie ich da ein weiteres Betriebssystem einfügen kann. Ich möchte hier dieses Betriebssystem, das Ubuntu-Betriebssystem, welches in dieser Datei steckt, bei mir einfügen. Das ist jetzt halt hinten .ova, das ist ein Austauschformat für virtuelle Maschinen. Und das ermöglicht mir ganz einfach, wenn ich hier auf Datei gehe, hier dieses Betriebssystem, das ich mir woanders schon erzeugt habe, zu importieren. Ich gehe hier auf Datei Appliance importieren, klicke auf Auswählen, gehe zu jenem Platz, an dem ich jetzt hier dieses Betriebssystem, diese OVA-Datei gespeichert habe. Ich habe es jetzt hier gefunden, klicke auf Öffnen, klicke auf Weiter. Sieht man hier schon das Wichtigste zu dem in der Datei befindlichen Betriebssystem angezeigt. Ja, hier sehe ich schon, wo dann meine sogenannte virtuelle Festplatte landen wird. Das heißt, jene künstliche Festplatte, auf dem sich dieses Betriebssystem, in dem Fall hier Linux Ubuntu, befinden wird. Ich klicke jetzt hier auf Importieren. Und je nachdem, wie groß diese Datei ist, bei mir jetzt immerhin 3,8 Gigabyte, wird dann auch dieser Import dann dauern. Und man sieht jetzt hier, er hat es importiert. Ich klicke jetzt einmal hierher. Und man sieht jetzt hier diesen weiteren Eintrag, von dem ich jetzt aus Ubuntu zum Beispiel starten könnte. Ich sehe ja noch weitere Details. Ich heruntergehe. Und ich habe hier, wenn ich auf Ändern gehe, die Möglichkeit, dieses Ubuntu dann noch zu verändern. Das virtuelle Betriebssystem. Man sieht ja, an welcher Stelle sich hier zum Beispiel Sicherungspunkte befinden werden, der Name des Betriebssystems. Dann wie viel Arbeitsspeicher ich dann zum Beispiel hier zugewiesen habe. Bei mir habe ich auf meinem Windows-Rechner habe ich hier 6144 Megabyte an Hauptspeicher. Ich habe hier 1024 Megabyte als Hauptspeicher zugewiesen. Ich könnte das auch noch vergrößern, weil ich natürlich dann in diesen Bereich hineinkomme, wo 4500 steht. Ich habe nur 6100. Würde hier schon anzeigen, dass diese Einstellungen nicht optimal sind. Je größer der Hauptspeicher gewählt wird, umso schneller würde dann auch das Betriebssystem, das künstliche Betriebssystem in dieser VirtualBox, umso schneller wird es verlaufen. Also je mehr Hauptspeicher du hast, umso schneller läuft auch dann dieses künstliche Betriebssystem. Ich könnte mich hier zum Beispiel entscheiden, wie viele meiner CPUs, meiner Prozessoren ich zum Beispiel für dieses künstliche Betriebssystem arbeiten lassen würde. Ich kann hier die Anzeige verändern, also meinen Grafikkartenspeicher zum Beispiel hier zur Verfügung stellen. Den Massenspeicher, also hier habe ich diese Festplatte hier eingebunden, auf der sich all meine Daten befinden. Ich kann hier noch eine DVD-Laufwerk in künstliches einbinden. Hier bei Audio ist es wichtig, die richtigen Einstellungen zu wählen, die genau mit meinem Computer eben funktionieren. Netzwerkanstellungen, Einstellungen, USB. Möglichkeit hier etwas anzuschließen und hier zum Beispiel einen gemeinsamen Ordner festzulegen. Ich belasse jetzt mal diese Einstellungen, klicke auf OK und schaue, ob ich jetzt Ubuntu überhaupt starten kann. Klicke auf hier, wähle das hier aus und klicke auf Starten. Wird das erste Mal hier das Tastaturfangen erwähnt, das heißt, ob ich mit meiner Maus da herauskomme aus dieser Sache. Ich klicke jetzt hier diese Meldung nicht mehr anzeigen. Die VirtualBox wird jetzt hier gestartet. Das schaut schon mal ganz gut aus. Ich bekomme noch einmal auf den Mauszeiger bezogen so einen Warnhinweis. Noch startet das Betriebssystem ganz normal. Man sieht das da herum. Die Festplattenaktivität zum Beispiel, Netzwerkaktivität. Man hört auch schon die Begrüßung vom Betriebssystem Ubuntu. Ich habe jetzt hier wirklich dieses Ubuntu laufen. Ich verkleinere jetzt dieses Fenster. Das ist ja ein Windows-Fenster. Das haben wir jetzt wieder zurückgeholt. Und habe hier im Prinzip diesen VirtualBox Manager hier in so einem Windows-Fenster, welches mir eben von der VirtualBox zur Verfügung gestellt wird, kann ich dieses Betriebssystem mal laufen lassen und kann man ganz normal damit dann umgehen. Ich klicke hier zum Beispiel auf persönliche Ordner,
kann einfach alle Dinge, die ich normalerweise hier in einem anderen Betriebssystem machen würde, auch machen. Dasselbe gilt dann auch, dasselbe kann ich natürlich auch mit anderen Betriebssystemen machen, wie zum Beispiel auch Windows 8 oder Windows XP und dergleichen mehr. Ich schalte jetzt hier mein Betriebssystem aus. Das mache ich jetzt innerhalb von meinem Ubuntu-System. Klicke auf Ausschalten. Bestätige das und fahre herunter. Man sieht auch, wie sich hier dann die Vorschau verändert. Ja, und habe Ubuntu somit dann erfolgreich bei mir jetzt hereingeholt. Wenn ich jetzt meine Ubuntu-Installation exportieren möchte, um an anderen Rechnern zum Beispiel mit weiterzuarbeiten, kann ich hier Appliance exportieren wählen. Erinnerst dich, ich habe vorhin gerade mit Appliance importieren mir eine bestehende Installation eines Betriebssystems, eine virtuelle Maschine reingeholt. Wenn ich auf Appliance exportieren gehe, wähle ich mir eine meiner Maschinen aus. Momentan habe ich ja nur eine. Klicke auf Weiter, bestätige das oder suche mir einen anderen Platz aus, an dem ich eben meine Maschine exportieren möchte, zum Beispiel auf einen USB-Stick. Und das hier kann ich so belassen. Und klicke auf Weiter und bekomme dann eben so eine OFA-Datei erzeugt, die ich dann wiederum in einer anderen VirtualBox dann importieren kann.